Hallo zusammen, es ist der 8. Juni. Wir haben 17.47 Uhr und vor 2 Wochen hatte ich einen Goldclip. Jetzt mache ich wieder einen. Und vor euch liegt der Chart auf Wochensicht, sprich eine Kerze, eine Woche. Demnach ist dieser Trendkanal, den habe ich weiter drin gelassen. Vielleicht beschäftigen wir uns damit nochmal, möglich. Wir sind von der Technik hier auf so einer Seitwärtsebene. Und hier wird es ein bisschen kitzelig. Das ist noch kein Verkaufssignal über den Oszillator, aber es ist zumindest ein, wir sind ein bisschen hoch. Wir haben eine fantastische Bewegung gemacht. Wo ist mein Fadenkreuz hier? Von der 1680 hoch bis zur 1918 letzte Woche. Und dann ist mir das hier aufgefallen. Sind wir von dieser ganzen Abwärtsbewegung vom All-Time-High runter bis zur 1670, bis zur 1677, sind wir fast auf dem Punkt genau auf dem 61er gelandet. Das habe ich so ehrlich gesagt bisher nicht gesehen. Deswegen ist die Überschrift hier Qui querit in venit, wer suchet, der findet. Ich habe Latein gehasst in der Schule, aber mittlerweile stelle ich fest, das ist gar nicht so verkehrt, wenn man das noch ein bisschen da so rausholen kann. Wir haben hier also von der Wochensicht her, und es gilt natürlich dann auch für die Tagessicht, sind wir hier an diesem 61,8er gewesen. Ich finde es erstaunlich, wie genau das getroffen hat. Zu diesem Trend komme ich gleich auf Tagessicht. Wir haben hier das Doppeltop. Das ist hier bei 1960. Das ist der eigentliche Punkt der Punkte. Noch immer ist es laut der Dow-Theorie ein Downtrend auf Wochensicht. Ja. A, B, C, B und es ist noch kein C hier. Wir haben das noch nicht egalisiert. Ich möchte nicht sagen, dass das hier runterknallt, aber ich behaupte nach wie vor, wir haben hier oben so eine Top-Region. Jetzt gehen wir mal auf den Tag. Das heißt, bevor ich das mache, noch die Bemerkung. Das hier ist die 20-Wochen-Linie. Die liegt ein bisschen unter 1.800. 1.794. Und das ist auf jeden Fall auch eine gute Unterstützung. Aber jetzt gucken wir mal im Tag, was wir da noch alles finden. Die Fibos lasse ich jetzt erstmal drinne. Die stören jetzt hier momentan nicht. Dieser Trend hier, 1, 2, 3, 4, 5 Mal bestätigt. Ich kann mir vorstellen, dass der jetzt in den Köpfen von vielen Änderndingern rumschwirrt. Und da muss man jetzt mal schauen, ob der hält oder nicht. Wir würden heute liegen bei 1.868. Der steigt am Tag um 4 Punkte. Die gleitenden Durchschnitte drehen leicht runter. Die Bänder zum Glück, die werden jetzt mal ein bisschen enger. Das heißt, noch ist hier nichts passiert. Kann ich wirklich sagen, es ist nichts passiert. Es bleiben die Unterstützungen. Wir hatten eben die 1800 durch die 20-Wochen-Linie. Wir haben hier das untere Band bei 1829. Also dieser ganze Bereich, auch hier mit dem Chart bei 1808, ist alles Soft Landing Area. Aber ich muss wirklich sagen, auch wenn das jetzt hier negativ ist und das völlig neutral, er sollte diesen Trend und damit auch dieses Tief von den beiden Tagen hier bei 1866 bitte nicht mit Schlusskurs abends 22 Uhr brechen. Das wäre ein bisschen doof, dann beschäftigt er sich hiermit. Also neutral bis leicht negativ für die nächsten 10 Handelstage, so würde ich es formulieren. Es reicht auch nicht, wenn wir dieses High hier rausnehmen. Da kann er noch ein bisschen gehen, aber das hier ist eine Macht. Die 1960, das ist ein fetter Widerstand. Da muss ich mal schauen, ob es wirklich da überhaupt hingeht. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Und zwar für diejenigen, die denken, wenn wir hier durchgehen, knallen wir auch hier weiter durch. Ich muss ihn unter die 1800 legen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Die 1800 war hier auch nochmal ehemals Widerstand, dann nochmal, hier nochmal, dann sind wir durch. Die 1800 ist für mich ein ganz guter Support. Da darf es auf gar keinen Fall durch. Und ich habe mich für den hier entschieden, 1771er. Sind meine Verhältnisse ein ziemlich schlapper Hebel von 15, aber es macht keinen Sinn, näher ranzugehen, meines Erachtens nach. Die Kennnummer hier ist die GH5Y4G. Bei einem Short kann ich das aggressiver machen. Den kann ich hier hinterlegen, hinter die 1960. Und da kann ich also dementsprechend auch den Hebel mal ein bisschen rumspielen und lande bei dem hier, 1983, das ist ein 21er Hebel. Das ist die Kennnummer GH47AY. GH47AY. 1983. Das ist aber, sagen wir so, der Schein wäre sehr schön, wenn dieser Aufwärtstrend und diese beiden Lows bei 1865, sagen wir mal,
unterboten sind. Mit Schlusskurs abends 22 Uhr. Aber grundsätzlich gibt es hier sehr, sehr wenig Signale, die jetzt wirklich was Vertrauensvolles wirklich uns erzählen wollen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.